Hi, hey und willkommen zurück bei GTA 5 Online. Das war irgendwie komisch, oder? Hey, hi oder sowas. Das war irgendwie, das war so Hi, eine Mischung. hey! Hi, hey! Ja, mit dabei ist natürlich immer wie immer auch der Julian. Ja, hallo. Und auch der Hi, Marc. Und da hinten auch der Markus. hallo. So, ihr kleinen Power Ranger, dann mal ab in die Helikopter, denn wir haben heute wieder Challenge Time. Und heute ist die Challenge, wir nehmen uns alle oder haben uns ja schon alle so einen Helikopter genommen. Fliegen damit jetzt in die Stadt und danach hat jeder nacheinander 7 Minuten Zeit, um möglichst viele Leute umzubringen. Wenn ein Helikopter kaputt geht, entweder explodiert, der rote abfällt, auf jeden Fall nicht mehr flugbereit ist, flugfähig ist, dann ist für ihn die Challenge vorbei und dann hat er halt Pech gehabt. Mich kann man bei Nacht ja sehr gut sehen. Ja, ne? Ja. Wir werden es so machen: Julian fängt an, also er muss dann auch selber für sich zählen, ich werde nebenbei noch dann die Zeit stoppen. Er zählt für sich selber auch und Markus und ich werden versuchen, also er, ich, Markus sollte lieber bis mal da wegbleiben. Mit seinen Flugkünsten. Ja. Achso, jetzt auf einmal hat Marco auch noch über Teamspeak. Und dann müssen wir halt auch nochmal so ein bisschen mitzählen und das halt kontrollieren, ne? Also Julian zählt hauptsächlich für sich allein natürlich. Aber einfach nur so zur Kontrolle sind Ja. wir mit dabei. Also, wann starten wir denn vom Countdown her? Ich würde sagen, wir fliegen irgendwo Wir hier suchen hoch. uns jetzt erstmal ganz kurz hier einen Ort aus, mitten in der Stadt. Ja. Achso, ich habe immer noch die Spangen drin, wie in der Ja, letzten Aufnahme. das ist nun mal so jetzt. Für diese Ja. Woche ist das jetzt noch so. Ab nächster Woche nicht mehr. So, du kannst mal ein bisschen Ja. runterfliegen. Ich würde sagen, wir suchen uns. Am besten nicht die Autobahn. Warte mal, hier ist doch ganz gut. Hier ist doch eine große Kreuzung, oder nicht? Wo ich gerade bin. Da laufen doch sicherlich wenig Leute rum. Ja, weiß ich nicht. Wo wollen Ja, wir ich sonst würde hin? sagen, wir starten hier einfach. Gut, seid ihr Naja, da? warte, wir müssen uns ja einen Platz suchen, wo halt ein paar Leute sind, ne? Hier an der Hauptstraße, hier in dem Gebiet hier so in der Nähe, ja? Okay, Wie gut. machen wir das? Wo ich Ja, gerade bin. gut. Komm mal her. Ja. So, Markus, komm auch mal Dann. eben her. Ja, wir müssen mal ganz kurz Ja, noch bin warten. dann soweit. Ja, Bin kommt da. da, ja. Nicht abrammen. Gehe ich jetzt kaputt? Wollen wir sonst eben auf dem Dach mal kurz landen? Nee, warte, nee, machen wir Ist doch nicht. egal. Wegen Markus. Gut. Der hat mich eben auch schon weggerannt. Oh. Ja, Okay, also also. Julian wird anfangen, dann bin ich dran und dann zum Schluss der Markus. Ja. Was man nochmal dazu sagen muss, Julian und ich machen ja diese Season. Und dazu trägt Markus nicht bei. Also er ist halt sozusagen ausgeschlossen von der Wertung, kann aber trotzdem gewinnen. Falls er irgendwie gewinnen sollte und dann Julian Zweiter wird, ich ein Dritter, dann hat Julian trotzdem durch uns beide natürlich gewonnen, weil er die bessere Platzierung hat. Ja, ich möchte nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich die erste Challenge gewonnen habe, ja. Ja, hast du. Okay, Julian, bist du bereit? Markus, du Oh hältst bitte ein ja. bisschen Abstand. Und dann Ich geht sehe gerade es. voll gut, ich weiß nicht, Okay, Julian, du darfst beginnen in 5, 4, 3, 2, 1 und go. Top, die Wette gilt. Genau, und top, die Wette gilt. So, ich muss mal ein bisschen hinterherfliegen, dass ich das auch sehe. Also er muss sie nicht unbedingt mit den Rotoren erwischen. Er kann auch einfach nur so auf den Leuten drauf landen, aber sie müssen halt tot sein. Bei Nacht läuft hier doch gar keiner rum. Das ist halb bescheuert. Natürlich ärgerlich. Mal ganz im Ernst. Wow. Ah, komm schon. Ist da Guck irgendwo mal, wie einer? gut ich fliege. Guck mal, wie gut ich fliege. Ja, toll, du bist Oh. so toll und rammst mich auch nur wieder fast. Mann, das ist ja höchst effektiv. Ich glaube, Ich bei Nacht ist verschluck immer bei. die letzte Silbe der Wörter mit der Spange. Irgendwie bei Nacht ist es eigentlich so geil, ne? Da ist jemand. Ja, guck mal, ja, hier laufen noch Mann. welche rum, Julian. War da einer? Da war auch keiner. Doch. Nein, da war niemand. Bei mir. Okay, Julian ist gestorben. Nein! Julian hat es also geschafft, okay, wir lassen mal einen gelten, ja. Okay, Julian hat 1 Minute 20 gebraucht. Was habe ich noch vor der Aufnahme gesagt? Ich wette, nach 1 Minute ist mein Heli kaputt. So, okay, dann bin ich jetzt mal dran, ne? Kann ich mitfliegen?
Ja, kannst du. Moment, wo bist du denn? Ich hol dich mal ganz kurz ab. Bist du da unten? Wo bist du denn? Hier. Ach, du bist jetzt da hinten, ne? Zählst du auch mit, wenn ich dich jetzt töten würde? Okay, dann steig mal ein. Ja. Ich lehne mich dann mal zurück. Ja, ob das so entspannt wird, weiß ich nicht. Ich mach mal einen Timer an. Warte mal. Ich hab selber mein Handy hier. Ach so, gut. Okay, ja, dann geht es. Würde ich sagen. Und dann geht es für mich los in 3, 2, 1 und top. Die Wette gilt. So, ich hab wohl läuft. Wo haben wir das mal hier ein potenzielles Opfer außer Julian? Am besten nicht in der Tankstelle reinfliegen. Da unten sehe ich doch jemanden laufen. Also ich an deiner Stelle wird das ja nicht versuchen, ne? Ja, warte. Ah, ich laufe wieder zurück. Ah, ist gar nicht mal so schlecht, weil jetzt habe ich nämlich mehr Platz. Ah! Die ist nicht tot, die ist nicht tot, die ist nicht tot. Ja, noch nicht. Die ist nicht tot. Ist sie jetzt tot? Nein! Okay, 1-0. Also 1-1. Ich hab jetzt eigentlich schon verloren. Aber da ist noch jemand. Warum? Ich Ham! Bin noch. Ich hab auch kein Geld verloren. Scheiße. Doch, da liegt's. Okay, das war der zweite. Ich will nicht mehr leben. Bist du tot? Warte, Julian, du zählst auch, ne? Nicht abschießen, ja. Julian, nicht abschießen. Nicht abschießen, aber kein Napalm oder so. Auch nein, kein Selbstmord. Weg, geh weg! Auch kein Selbstmord, Julian! Nein! Du bist so ich ein hab Arsch. Doch gesagt, geh weg! Jawoll! Egal, der zählt für mich, ich hab ihn umgebracht. Ich hab ihn in den Selbstmord getrieben. Okay, also 3 Personen habe ich umgebracht, das Markus. Das passiert auch häufiger mal, dass du in den Selbstmord treibst. Markus, kannst du mal kurz bitte herkommen und mich mitnehmen? Und kann ich bei dir mitzählen? Warte. Kennst du ja meine Flugkünste, warte. Alter, ich hätte noch mehr umgebracht. Warte, ich lande eben auf der Kreuzung. Ich lande auf der Kreuzung. Hey Jürgen, ich hab 3 jetzt. Ja. Mit dir. Ja, okay, dann lande mal. Ich hab mich selber umgebracht. Nein, da war er noch. Ich hab dich umgebracht. Nein, bleib da drin. Du bist doch viel. Meine Granate hat mich umgebracht. Na, da hab ich eben 2. So, dann nehmen wir auch nochmal eben. Okay. Dann flieg hoch und dann kannst du beginnen in 3, 2, 1 und go. Momentan hat keiner die 7 Minuten, ich glaube nicht mal die 3 Minuten voll ausgeschöpft. Wie lange hattest du mal? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ein bisschen länger. Ne, ich weiß gar nicht. Fängt ja schon gut an. Ja, er ist nicht der beste Flieger. Ich glaube, das wird nicht lange halten. Ich glaube, ich spring gleich raus. Ja, das hält niemals lange. Du hast schon 30 Sekunden überstanden. Also was wird das? Da ist ja niemand, nicht mal einer. Du musst nach hinten fliegen, da war einer. Ja, Lil. Ja, der ist noch nicht tot. Wenn er jetzt genauso viel schafft wie Julian, was ist dann? Also hat er immerhin einen. Ich will nicht letzter werden. Noch bin ich nicht letzter. Ja, noch nicht, aber. Ich würde sagen, wenn die das unentschieden schaffen, also Markus ja auch jetzt nur einen tötet. Der läuft mitten auf der Straße rum und du bekommst den Typen nicht. Was machst du? Oh, Leon. Oh, cool. Hallo, Leon. Hallo. Hey, Leon. jetzt ist er weg. Ich glaub, Leon. Da unten. Andere Seite, da war einer. Oh Gott, wir werden sterben. Oh Gott, wir sind tot. Er ist letzter geworden. Ja, ich bin nicht letzter. Julian, du hast gewonnen. Er hat 1,40 gebraucht. Um zu sterben. Ja. Gut. Also länger als Dings, ne? Wollen wir eine zweite Runde machen? Ja, wir machen auf jeden Fall noch eine zweite. Wir haben jetzt gerade mal 8 Minuten. Oder 9. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt entweder mal ganz kurz noch ein Auto. Also, habe ich euch schon.
Nochmal ein Helikopter oder wir machen jetzt einfach ein paar Rennen. Ach Markus, du passt gerade nicht mal ins Auto rein. Nein. Oh Mann! Kannst du mal gleich bitte mir kurz einen Wegpunkt setzen? Was sollen wir denn jetzt holen? Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, wir machen jetzt nochmal eine zweite Runde. Ach so. Oh Julian. Ja, okay. Also wie gesagt, ich bin nicht der beste Flieger. So, das habe ich mir selber ein Auto geholt. Ja, wir versuchen es nochmal. Wir holen es nochmal kurz in Heli. Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt. Also erste Runde hat Manu gewonnen. Oder wollen wir die einfach mit drauf zählen? Das heißt, ich habe jetzt einen, Manu hat drei. Zwei. Ja, ja, die zählen wir einfach nochmal so mit drauf. Und Markus hat null. Nochmal zum Flughafen eben, oder? Ja. Das heißt, ich habe noch nicht verloren. Noch nicht. Aber ich glaube, momentan sieht es ganz gut aus. Ich möchte auch mal wieder eine Challenge jetzt. Mal wieder. als hätten wir jetzt schon. Aber ich hätte auch jetzt gerne eine Challenge gewonnen. Ich meine, ich darf dich ja auch jetzt nicht so davonziehen lassen. Ja, fahren wir voll rein. 1-0 davonziehen. Wir haben 30. Ne, wie viel haben wir geplant? 30, oder? 30, aber wenn du halt 16 insgesamt schon gewinnst, kann ja sein, auf einmal gewinnst du alle 16 hintereinander. Dann hast du ja schon gewonnen, dann kann ich gar nicht mehr aufholen. Das ist natürlich blöd, ne? Ja, deswegen... Ihr unterschätzt mich ganz schön, weil du findest. Ja, haben wir ja gesehen. Das werden wir jetzt gleich sehen, Markus. Du könntest ja mal Leon fliegen lassen. Vielleicht macht er ja ein paar mehr Punkte. Nee, ich glaube eher nicht. Also, du hattest auch nicht gerade viel, ne? Ach, guck mal, ich hatte... Du hattest auch nur einen mehr. Immerhin, ich hab das auch schon in Heli. War eigentlich war ich ja schuld, dass du gestorben bist. Aber ich ja, hab auch eben gesagt, hier... Ja, geh weg, mehr. Aber ich dachte, du meinst es halt so... Halt... Als hau ab, du Arschloch, weißt nee, du? Nee, ich hatte die Granate, hab gedrückt gehalten. Und dann kamst du an und meintest, keine Nein, Kopfbombe. Bleib hier. So, ich hab jetzt einen Heli. Ja, ich auch. Markus, du kannst da noch einer, den kannst du nehmen. Oder da den roten, den orangen, wie auch immer. Nimm noch den orangen an. Okay, ich flicke schon mal eben zur Stelle. Also ich fange wieder an, ne? Ja, oder wollen wir machen, der Verlierer fängt an und dann halt so. Okay, dann fängt Markus an. Okay, Markus, dann Julian und dann ich. Lol! Wollen wir das nicht gleich hier machen? Guck mal, hier ist eigentlich auch ein guter Platz, wo ich jetzt gerade bin. Naja. Auch ganz gut. Okay, dann kommt mal. Ja, aber laufen hier gerade auch ein paar Menschen rum. Ja, sieht gerade nicht so aus. Also ich muss nochmal sagen, dass mit den Challenges GTA 5 jetzt deutlich mehr Spaß macht. Ja, klar. Aber auch hier laufen wir. Kann ich auch schon bei der zweiten Challenge sagen. Ah doch, da sind jetzt welche gerade auf dem Bau. Baum? Auf dem Bau. Nicht auf dem Baum. Ja, wollen wir da Baum anfangen? Ja, nee, warte, wir müssen noch mal ganz kurz einen Platz suchen, wo ein paar Leute rumrennen. Ja, da eben waren irgendwie gerade keine. Ja, genau, so hier, da müssen so gerade irgendwelche sein. Also. Okay, Markus, wo bist du? Markus hat den Orangenen. Da hinten ist er. Ich mach kurz wieder einen Timer, Moment. Oh, hast du schon gedacht, ne? Tja. Markus, wo willst du hin? Code, Alter. Ja, ich weiß. Okay, Markus, bereit? Warte, ja, bin ich. Alter. Okay, alles klar, deine Challenge. Ich hatte mal 50 Meter Sicherheitsabstand. Alter, okay, so. 3, 2, 1, top, die Wette gilt. Dass du das Video dafür, also dass du den Spruch benutzt hast. Natürlich darf ich das. Ja, ja Markus, los geht's. Ja. Dann such dir mal ein paar Opfer. 7 Minuten. An. Ja, er fängt an, genau. Da unten sitzen gerade. Da unten sitzen gerade zwei auf der Parkbank. Alter, der fliegt in die andere Richtung. Oh, ah, Julian! Oh. Hallo!
Ah, du? Da sitzen welche auch auf Parkbank, aber wenn ich die. Ja, guck einfach nochmal hier kurz ein bisschen rum. So, Alter, ist das tot? Okay, wenn Geld ja, da liegt. Ja, ja, der ist tot, der steht okay, nicht mehr auf. Okay, du hast jetzt einen. Ja. Also insgesamt einen. Ja. War es noch einer? Alter, das ist so ein Bruchpilot, ey. Alter Schwede. Das ist so geil. Also die Ampel zählt nicht, ne? Nee, die Ampel zählt nicht. Na, guck mal. Nein. Bam, wegen Baum. Wow. Wow, geh weg von mir, geh weg von mir. Nein, geh weg. Was sollst du das voll mit Absicht? Du Arsch. Meiner raucht jetzt voll wegen dir. Ja, meiner auch. Oh, okay. Yes. Entschuldigung. Neige immer dazu, so Schweinegeräusche zu machen mit dir. Okay, 1,42 hat so, er gebraucht. Also, einen. Das heißt, ich kann schon mal nicht mehr Letzter werden. Nee. Oder? So, nee, nee, Letzter nicht, aber nee, wenn du jetzt also keinen Schaden. Also, ich würde sagen, fangen, also ich. Bist du bereit? Weiter direkt, ne? Oh, okay, warte, ich muss gleich nur den Heli holen, meiner ist ja eben fast abgestürzt. Ja, ja. Wartest du noch ganz kurz auf mich? Einmal ganz kurz warten, weil das ist halt scheiße, wenn auf einmal meine Helikopter ausgehen und dann nicht mehr fliegen kann. Hier läuft ja gar keiner mehr, die sind alle weggelaufen, weil sie Angst vor Markus hatten. Alter, mein Heli, komm, kack jetzt nicht ab. Seht das eigentlich dann auch, Herbe? Was? Seht das dann eigentlich auch, wenn der Heli dann... Nicht, wenn du mich jetzt hier so im Heli killst. Warte. Aber ich kann eh noch landen, also noch ist er. Das war eigentlich mein Plan. Oh, da. Komm. Hoch. Ja, das ist nur dieser Kampf-Heli, den möchte ich nicht. Also, ich bin bereit, ne? Ja, Junge, ich brauche erstmal nur einen neuen Helikopter. Weil, wenn meiner einfach so ausgeht, dann bin ich ja voll benachteiligt. Der soll ja einfach ausgehen. Naja, Junge, der ist eben einfach ausgegangen. Ja, so der geht gerade schon wieder aus! Der geht gerade wieder aus! Ich flieg auf ein Haus! Oh, Alter! Das war verdammt knapp. Ich bin gerade volle Kanne auf so ein Haus zu. Ohne Scheißteil. Der Jürgen schwebt da einfach kurz noch ein bisschen in der Luft rum. Ich bin gelandet auf so einem Haus. Ja, oder so. Ist mir auch egal. Okay, da... Ist das schon wieder? Nee, okay, das hey, ist das mal versuchen, einer. In die U-Bahn reinzufliegen. Nee, komm, Jürgen. Komm, ich bin ja gleich wieder da. Ja, ich meine gleich, aber... Also hier stehen schön viele Leute vor dem Eingang zur U-Bahn. Ja, ich komme. 7 oder 8 Stück. Wenn ich davon 3 erwische... Liege ich schon mal vorne. Ja, dann liegst du schon mal vor mir. Nee, warte, ich muss eigentlich nur 2 erwischen, um vor dir zu liegen. Und dann irgendwie hoffen, dass du gleich einen Unfall baust. Ja. Also, ja. Nimm mal mit. So, Moment, ich komme wieder. Da, ja, warte, nur. Ah! Das bei dem Sieger mitfliegen. So, ich komme runter. Ich bin noch gar nicht da. Ja, ich meine, Markus. Ja, verfolgt nee, ich meinte auch mit bei dem Sieger mitfliegen. Ach so. Hey, hier sehen 2 Häuser aus, genau wie ein H, so haha. Hansestadt Hamburg. Ich komme. Mir. Ja. War nicht so schlau, riecht aber so. Oh Gott. Ich habe letzte Woche erst geduscht, ja, also. Okay, wow. Alles klar. So, Moment, ich muss erst mein Handy wieder aktivieren. Markus wird mir jetzt Glück bringen. Tut mir leid. Lass mich doch mal am Steuer. Nee, lass mich. Würde ich nicht machen. So, also ich wäre dann bereit.
Ja, okay. Also. Nee, warte, bin ich noch nicht, da stehen keine Leute mehr vor der U-Bahn. Also wie gesagt, ich flieg beim Linkswindler. Ja, ich weiß. Ja, ist mir egal, Julian. Ich hatte auch keine Leute. Du hattest auch keine Leute, also egal. Es geht los in 3, 2, 1 und go. So, Markus, du wirst dich wahrscheinlich auch noch wieder mit drauf gehen dann bei Julian. Mano. Boah. Pack ja hier wieder die Skills aus. Was hast du zu lachen? Was ist die Ruhe vor dem Sturm gerade? Du hast schon 30 Sekunden rum. Ja, und? Ja, besser als vorher, da ist er noch eine Minute abgenippelt. Sagt der Richtige. Ich hab immerhin 1,30 ausgehalten. Mein erstes länger, Opfer. Ich glaube länger als du. Ach da. Ja, von mir hieß es Opfer 11. Und? Ja. Ja, der ist tot. Also okay, zwei. Hast du schon mal zwei? Gleich auf mit Manu. Ja, momentan noch. Ich bin auch gleich noch dran. Ja, komm, hier in der Fußgängerzone muss doch irgendjemand rumlaufen. Ich mach jetzt ganz safe, aber versuch die volle Zeit auszureizen. Kannst du machen. Ja, warum? Mann! Hier ist eigentlich ganz gut, dann brauche ich einfach nur gerade auf. Da oben ist so einer. Ja. In der Baum. Ja, das ist der Baum im Weg. Ja, warum? Wenn du jetzt einmal so siehst, ja, meine ich doch. Ah. Ach, guck mal, das ist eine Tankstelle. Wo ist denn der gerade umgefallen? Boah, Alter. Da müsste ja eigentlich auch tot sein, oder? Ja, der ist, tot, der ist ja. Da links liegt das Geld 3. Da ist noch einer. Ah, ne, da sind auch so viele Wolle. Oh, Manuel, hatte der ein Glück. Manuel, du musst mir gleich mal eine Audiospur dann schicken, ne? Mal sehen. Weil ich habe mit Fraps zu spät aufgenommen. Ja. Du hast jetzt 2,30. Ja und? Ja, ne. Ich hab einen mehr als du, ja? Ja, ich will dir nur so mal so ab und zu sagen, wie viel du schon hast. Also wie viel ja. Zeit. Geh das doch hier auf die Dings. Ah, ne, warum gebe ich dir eigentlich Tipps? Ja, echt mal. Weil ich sympathisch bin. Ne. Ja. Auf gar keinen Fall. Du bist doch so sympathisch wie ein Stinktier. War nicht so flaurig. Na, wen haben wir denn da? Ja. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Und gleich bist du. Dass die Polizei stirbt. Oh, 5, ja. Ich will mal nichts sagen, ne, aber. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Komm schon. Ja? Mein Heli wäre schon längst explodiert, Alter. Alter, Jürgen dreht auf. Das wird die 7. Nee, wird's nicht. Jürgen dreht auf. Nein! Ja! Er ist kaputt. Er ist noch nicht kaputt, ja? Wenn jetzt noch jemand dagegen rennt. Alter, komm schon. Ach, scheiße. Ja, 6 Stück. 3,45 hast du. 6 Stück, ja. Okay, also voll, ich brauche. Jetzt haben wir hier die Bullen. Ach, Alter, das heißt, ich muss 4 töten. Mann, komm mal runter. Nee. Dann habe ich auch Sterne. Garantiert nicht. 6 okay, Stück. Okay, also. Ja. Also, ihr könnt bei mir mitfliegen, aber dann müsst ihr halt kurz die Bullen abhängen. Lasst euch einfach kurz töten, dann nehme ich euch gleich mit. Nee. Oder Julian hol ich schon mal ab. Haben wir eigentlich in der letzten Folge schon erwähnt, was die dritte Challenge sein wird? Nein. Ah, okay. Ich hab's selbst vergessen. Aber ja, ich weiß, das noch nicht anteasern. Erst am Ende der Folge, damit ihr auch alle schön bis zum Ende guckt, ja? So, okay, Julian ist schon mal drin. Markus ist jetzt gerade gestorben. Jetzt muss ich ihn erstmal abholen.
Na, wo ist er denn? Da hinten ist er. Das wird richtig spannend. Ich führe mal eine Strichliste, damit wir auch. Ja, wer hätte ich die noch gehabt, ja? Also Markus. Okay, Markus, komm mal her. Ein, ja? Ja. Markus, komm her. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Manu. 2. Blick hoch. So. Ja, ja. Also ich würde sagen. Warum regnet's jetzt? Oh, da ist doch kein Schwein mehr draußen bei dem Wetter. Boah, nie, ey. Okay, es geht los in 3, 2, 1 und go. Alles klar, ich hatte schon mal ein potenzielles Opfer schon mal gefunden. Und zwar nämlich den netten Herrn hier. Hey, na? Was geht? Okay. Ja, der ist tot. Ich glaube, es wäre viel flauer, wäre ich einfach nur auf denen gelandet. Ja, ja. Ah, oh, okay, jetzt habe ich auch die Bullen noch im Hals. Jetzt wird es schwierig. Also, Bullen zählen aber auch noch mit, ne, wenn ich die töte? Ja, ja, ich hätte eben auch einen, aber wenn sie die töten, ist aus, ne? Ja, ja. Komm, jetzt komm her. Da hinten, da läuft noch einer. Komm jetzt mal her, ja, du Schlawiner, du. Ja, komm, lauf ein bisschen weiter, bitte, ja? Nur noch ein Stückchen. Warum fliegt er da rein? Warte mal, da ist einer, der ist besser. Manu, also, ich würde schon ein bisschen was riskieren, ne? Ja, ja, damit du gewinnst, meinst du, ne? Ah, komm da mal weg! Will ich ja jetzt nicht unter Druck setzen, aber. Ach, halt mal. Doppelt so viel wie du. Ja, momentan noch. Ja, das ist nicht gesagt. So, okay, der ist noch nicht tot, der ist noch nicht tot, der ist noch nicht tot! Jetzt ist er tot, okay. Ja, ich hab jetzt wie viel? Vier. Zwei noch, um mich einzuholen. Oh, das ist doch. Doch scheiße. Ah! Fünf. Scheiße. Nein, dann ist er immer noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Oh. So, jetzt habe ich fünf. Ja, ja, der ist tot, der lag ihm das Geld. Ja, okay, fünf. Okay, ich habe jetzt gleich zwei Minuten. Na, du hast noch genug Zeit, Manu. Lass dich nicht unter Druck setzen, ja? Von dir sowieso nicht. Also am einfachsten sind die zwischen den Bäumen. Ja, genau. Na, das ist dann so ein ganz gemeiner. Wie er einen einfach den Tod wünscht, weißt du? Ja, das ist ganz schlimm bei Julian. War aber schon so, seitdem wir klein waren. Seitdem wünscht er mir den Tod. Ja, komm, hier auf dem Schwarzen, da lande ich mal eben. Auf dem Schwarzen, da lande ich mal. jetzt muss der jetzt unbedingt da längs rennen. So mal kleine Challenge, Manu. Wäre langweilig, wenn du nur so einfach gewinnst. Ja, würde ich aber besser finden. Also noch ist nicht sicher, ne? Aber da hinten, also wenn du dir besser. So viel Zeit lässt und kein Risiko eingehst, ist die Zeit vorbei, ne? Also ich an deiner Stelle würde jetzt mal ein bisschen riskieren. Na? So, der ist tot. Ja, der ist tot. Stück. Okay, brauchst du noch, um Gleichstand. Zu ja, hoffentlich kommt jetzt ein Polizeiheli. Ich hab einen Stern, da kommt. Ah, da ist jemand. Aber ich will ja nichts sagen, aber der Heli raucht, ne? Ja, ja, das macht überhaupt nichts. Also, wenn du jetzt irgendwo gegenfliegst, kann es auch sein, dass, ne? Ja, Jonas, das macht überhaupt nichts, weil ich nämlich ein Profiflieger bin. Und ich noch, gleich 3 Minuten Zeit habe. Na, denkst du? Die 3 Minuten sind ganz, ganz schnell vorbei. Guck mal, jetzt jage ich die einfach so ein bisschen professionell hin und her, damit sie noch ein bisschen Angst haben. Könnte es fies sein, aussteigen und mit der Waffe drohen. Alter, ich seh nix. Scheiß Bäume da eben, ey. Es ist schon ziemlich schwer, den hier gerade so rumzulenken. Na? Komm, stirb! Nein! Nein! Nein, wieso? Es kam aus dem Nichts. Aber egal, ich habe auch 6 geschafft. Wir müssen jetzt noch ein Stechen machen. Ja, wir machen sagen, das jetzt. Wir nehmen uns die Handfeuerwaffe, die normale Pistole, ja? Drehen uns mit dem Rücken zueinander auf der Straße. Okay. Und dann zählt Markus runter.
Und bei 0 drehen wir uns schießt euch ja platt. Ja, okay. So, ich würde sagen, hier, Manu. Ich komm gerade. Dreh dich bitte mit dem Rücken so in die Richtung. Ja, warte. Ja? Ey, ein bisschen weiter weg, bitte. Mit der hier, ne? Mit der hier, ne? Mit der ganz normalen. Du ja, mit der doch. Pistole. Keine ja, Gefechtspistole, sondern einfach die normale Pistole. Ja, ja, Pistole. Ja, okay. Okay. Mit der. Ey! Was mit der? Ey, was soll das? Markus, was soll die Scheiße? Mal ehrlich jetzt. Wie viele Lebensbalken hast du jetzt weniger, Manu? Ja, ein bisschen. Keine Ahnung, wie viel. Bisschen. Ich habe da zweimal geschossen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen weniger als ein Dreiviertel. Ein bisschen mehr, meine ich. Ach so, okay. Ja gut, dann fähre ich an die andere Ampel da. Nee, was? Weiter weg. Ganz hinten? Natürlich. Geht das überhaupt so weit? Markus zählt runter. Aber nicht irgendwelche Tricks, sondern einfach nur 3, 2, 1, go. Und bei go erst umdrehen. Ja. Okay. Seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1 und go. Oh Mann! Nein! Oh, komm! Nein! Ja! 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 Oh, Mann! Und jetzt noch Markus! Jetzt noch Markus! Da! Oh. Stirb! Ja, das ist der Sieg für mich! Oh, ich war mir schon so sicher, aber er hat nachgeladen! Alter, zum Glück war dieses scheiß Auto noch da! Oh, ich dachte schon, der überfährt dich noch. Das ist eigentlich lustig gewesen. Ja, Sieg! Gut. So, gut. Ja, das war eine etwas längere Folge. War eine sehr, sehr lustige Challenge. Ja, und das ist auch der erste Punkt für mich. Das heißt, es steht 1-1 momentan in den Challenges. Und dann sehen wir uns morgen mit der nächsten Challenge wieder. Und die oh, toll. Und die kündigen wir jetzt schon an oder erst morgen? Jetzt schon, dann weiß ich nicht. Alles klar. Auch, was wir also, morgen ist... Keine Kackratze. Einfach, wir machen morgen einfach ein paar Rennen. Wir suchen uns ein Rennen aus, das wir viermal machen. Und wer dann davon 3 gewinnt, also Best of 4 ist das dann ja, gewinnt. Ja. Ja. So sieht's aus und dann vielen Dank fürs Zugucken und bis morgen. Tschö. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.